Willkommen zurück zum nächsten Part von Mario Maker 2 Online. Heute spielen wir weiter mit den mit der Endless Mario Herausforderung. Ja, war schon ein paar interessante Level bekommen. Und da wir hier nur auf normal spielen, habe ich keine Ahnung, wie lange das tatsächlich gehen wird, weil es sieht nicht so aus, als würde ich irgendwann in nächster Zeit sterben. Okay, das ist irgendein Trash-Level. Was ist hier los? Ja, das ist wieder irgendein Müll. Aber okay, dann werde ich mal einfach hier hochgehen und gucken, ob die Röhren mich irgendwo hinbringen. Und die Antwort... Ah. Sehr krass, designtes Level. Auf jeden Fall. Was? Wie kann das überhaupt normal und nicht einfach sein? Ich will gar nicht wissen, wie die einfachen Level aussehen. Ja, ich denke, ich werde diesen Part noch die normale machen. Und danach werden wir auf schwer umsteigen. Weil das hier irgendwann auch nicht so krass ist. Ne? Oh Gott! Die Weltrangliste hat sich stark verschoben. Ich habe jetzt ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Letztes Mal waren wir hier auf Platz 8.000 oder so. Und jetzt sind wir auf 21.000, wenn wir hier vorne sind. Nein! Unsere Platzierung! Naja, Mario 2D World mit klassischem Autoscrolling. Das ist gar kein Autoscrolling, ist vielleicht der Unterbereich. Ey, mein Pilz! Was zum... Warum ist hier überhaupt... Warum ist überhaupt ein Pilz, wenn hier eine Katze ist? Warum ist hier ein Checkpoint? Was ist das? Hat jemand hier einfach nur... Warum lädt man das... Warum lädt man das hoch? Oh Gott! Jetzt wäre ich fast gestorben. Okay, was? Was ist das hier? Okay, nein, ernsthaft, was ist das hier? Ugh, disgusting! Das ist das Ziel. Was war das denn? Warum bin ich eigentlich gar nicht oben hinten? Was auch immer. Eieiei. Ui, es kann ja nur besser werden. Komm schon, gib mir gute Level. Puh, das war einfach nur Schwachsinn. Gut, dass man downvoten kann inzwischen. Was auch immer das bringt. Das zeigt wahrscheinlich, dass man das nicht mag vielleicht. So. Let's go. Komm schon, cooles Level, cooles Level. Sei ein cooles Level. Desert Plunder. Von Nychrome. Sammel 50 Münzen. Das sieht doch schon mehr nach einem Konzept aus. Gut, keine Münzen hier drin. Oh, wäre die coole neue Mountain-Musik. 10 Münzen. Yeah, boy. Sollen wir alle Münzen sammeln? So. 6 Münzen müssten noch irgendwo sein. Die Musik hier ist echt cool. Ich finde die super nice. Okay. Ja, das sieht aus, wären hier die letzten Münzen. Da gibt es noch einen Pilz. Und die... Oh je. Oh je. Hopp! Danke für die Feuerblume. Und... Das Level ist etwas... Oh Gott. Okay, mehr Münzen. Das Ziel... das war aber irgendwie sogar eine coole Passage. Die war ziemlich schwer. Das Level gefällt mir. Das kriegt ein... Herz! Weil es einfach nicht schrecklich war. Und es war sogar irgendwo gut. Es hatte eine Idee. Kann man sich das vorstellen? Ein Level mit einer Idee. Ich habe mein cooles Outfit übrigens wieder ausgezogen, habe ich bemerkt. Das muss ich bei Gelegenheit wieder ändern. So. Slippery Snow and the Ice Caverns. Also rutschiger Schnee und die Eishöhlen. Ja, rutschiger Schnee schon mal da. Ich nehme an, in einem Untergebiet, wenn ein Eis kommt. Nice, Münzen. Kann nie genug extra Leben haben. Bald. So, genau. Und hier geht's in die Eishöhle.
Hier ist es zum Glück nicht mehr rutschig, ironischerweise. Okay, wir brauchen... Okay, ich dachte, vielleicht ist das ein... ist da quasi... Hey, da sind Münzen. Geheimer Weg, geheimer Weg. Und man muss da wohl einen Panzer runterfahren. Gut, hätte ich mir denken können. Das war vielleicht nicht das Schlauste, was ich jemals gemacht habe. So, hopp, hopp. Wird nicht nochmal vorkommen. Bestimmt nicht. Niemals. Niemals würde ich einen Fehler zweimal mal... Oh, Ey. Ey, was? Ah! Tot! So. Komm her, Cooper. Eiszapfe, verdammt. So. Oh! Oh, verdammt, ich hab die Münze nicht erwischt. Okay, Checkpoint ist schon mal gut. Jetzt wieder her mit der Münze. Okay, das war nicht das Schlau. Muss ich jetzt zurückgehen für die andere Münze? Habe ich die noch? Ne, die habe ich noch, okay. Aber die Gegner sind wieder da. Okay, okay. Ich stelle mich gerade echt nicht gut an. Kommt noch. Hier, ich hole mir jetzt nämlich hier einfach das super krasse Item. Das ist, oh, das ist echt ein gutes Item. Yes. So, easy peasy. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Da ist die Münze. Ich bin mir zu 0% sicher, dass wir das Cape nicht irgendwo noch gebraucht hätten. Hier zum Beispiel. Ja, das ist nicht so perfekt designt, aber das ist okay. Ich meine, ich hätte das Cape auch nicht unbedingt verlieren müssen. Okay, also nochmal zurück. Wir brauchen diese Münze. Münze. So. Ah, komm runter. Okay, jetzt holen wir uns das Cape. Dann. Easy. Komm schon. Easy. Gefällt mir nicht. Okay, wir haben den Schlüssel. Hey, Feder. Und wo brauchen wir das? Brauchen wir den Schlüssel? Ich weiß nicht. Anscheinend nicht? Fragezeichen? Oder ist der um... Hey, Mond! Macht der Mond die, wie heißen sie? Mancha weg. Macht er tatsächlich! Der Mond ist ganz schön mächtig. So, was, wenn wir den Schlüssel nicht hätten? Bräuchten wir ihn? Nein. In dem Fall... Ich hab den Schlüssel und die Feuerblume holt mir. Das lasse ich mir nicht nehmen. So, was ist in dem Haus drin? Epische Belohnung! Yay. Krasse Musik. Interessante Musik. Sehr schön. Wundervoll. Hui, oh, das ist das Ziel. Nein, der Baublock, Luigi! Okay. Aber. Das war ein. Normales Level. Das vorher hat mir irgendwie besser gefallen. Man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass das hier besser war, aber mir hat die Idee vorhin besser gefallen. So. Wir kommen in den nächsten Bereich gleich. Und wir sind auf Platz 19.161. Ich frage mich, wo man jetzt ist, wenn man das erste Level beendet. Demolition Toads. Zerstörungstoads. Zerstörung! Yeah. Ah, irgendwie habe ich diese beiden Holzbalken da nicht gesehen. Keine Ahnung warum. Okay, Eiszapfen. Was ist hier drin? Ich werde es wohl niemals erfahren. Na, was machst du? Setz mich auch nur hier hin zurück. Wowie! Das war natürlich episch. Also nochmal. Bam. Und hier rein. Und kriegen wir vielleicht den Baumeister? Weil ich wusste nicht, wie wir sonst die hier sehr gut wegbekommen sollen. Es ist der Baumeister! Bam! Tod! Der Baumeister. Das ist erstmal, dass wir ihn online sehen. Offline haben wir ihn ja erst freigeschaltet.
Goody! Da ist er wieder. Bam, bumm. Ich finde den Baumeister ziemlich cool. Muss mal. Ich frage mich, ob auch das Kisten-Feature noch eingesetzt wird. Oh je. Ich glaube, das möchte ich noch nicht aktivieren. Okay. Da wäre sogar ein Bereich, wo man noch hin könnte. Muss ich hier natürlich durch, ohne ihn kaputt zu machen. Oh, verdammt. Es sieht aus, als könnte man es vielleicht schaffen, wenn ich... Kann ich es vielleicht richtig timen? Nein. Komm schon. Ja. Leider nicht mehr, aber es war eben ein Checkpoint da. Okay, also der Trick scheint zu sein... Der Trick, in Anführungszeichen, ist, dass wir gar nichts berühren. Luigi, oh! So. Hopp, hopp. Wo war die Röhre? War die hier drunter? Ich will in die Röhre rein. Ist ein bisschen weiter rechts. Das ist nicht so nice. Dann gehe ich einfach drüber. Der NN hat das Kamek-Outfit. Was man dafür wohl tun muss. Fragen für die Äonen. Warum kam das? Ah, wenn man anhaut. Wenn man sich anhaut, während man hämmern möchte. Okay. Will ich nochmal versuchen, in die gelbe Röhre zu kommen? Das ist doch Schwachsinn. Einen Versuch gebe ich es noch. Aber ich gehe nach ganz links. Ich werde jetzt nicht versuchen, die gelbe Röhre zu erwischen. Einfach nur ganz dumm. Bam. Bam. So. Wenn ich jetzt schon X gedrückt habe, dann muss ich den Hammer gar nicht verwenden. Okay, das war komplett mein Eigenverschulden, weil ich dumm bin und vergessen habe, dass man ja keinen Spin-Move macht, sondern den Weitsprung. Das sehe ich ein. Lass ich durchgehen. Das war mein Fehler. Dieses eine Mal noch Spiel. So. Ernsthaft. Also muss ich das jetzt an der richtigen Stelle verwenden. Dann muss das ungefähr hier sein. Okay. Das ist ganz schön behindert, Ad-Level-Ersteller. Das möchte ich nur mal kurz anmerken. Was kommt jetzt hier? Okay. Seltsames Ende. Warum ist da noch eine Lücke? Ich verstehe die Leute nicht, die Level bauen. Naja. Weiter. Seltsames Level. Sehr seltsam. Nächster Bereich. Aktivieren. Ja. Gut. Das müsste der dritte Bereich schon sein. Oh, Konyon Kontonger von Kalambonomo. Es könnte sein, dass die Blume drin vorkommt, weil er hat das Blumenoutfit. Und das ist dieser Stil. Ah, das ist nicht die Blume, von der ich geredet habe. Es gibt ja auch noch ein neues Power-Up. Also es gibt zwei neue. Den Hammer, den haben wir eben gesehen. Und etwas, das haben wir noch nicht gesehen. Das ist aus Super Mario Land. Der Superball oder so. Den haben wir noch nicht gesehen. Aber sieht nicht so aus, als würden wir den hier bekommen. Hopp, 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 hopp. Ah! Eine Falle! Oh, da ist das Ziel. Ja, sieht nicht so aus, als würden wir den hier noch bekommen. Ich hoffe, wir sehen davon noch ein Level, sonst muss ich die einfach selber mal ausprobieren. So. Weiter. Okay. Eieiei. Da spielt man mal eine halbe Woche nicht und sofort die ganze Rangliste um 10.000 Plätze verschoben. Eieiei. Was wird das hier? Zeigst du mir die Challenges? So wie Nintendo es einmal gemacht hat am ihrer Level. Das gefällt mir. Also nicht deswegen, aber das Level sieht gut aus bis jetzt.
okay, ich hab's gesehen. Kommt noch eine. Ohne mich. Sind wir dann mal unten? Oh mein Gott. So. Okay, die erste Challenge war keine Challenge. Ah, ich seh schon. P-Switch. Den wir nicht mitnehmen können, weil... Ja. Okay. Okay. Erste Challenge geschafft. Okay, das wird ein cooles Level, glaube ich. Das sieht schon sehr herzverdächtig aus. Sieht nicht schrecklich designt aus. Und ich glaube, es funktioniert sogar so, wie es soll. Uff. Aber die Münze. Oh, okay, weil ich habe mitgenommen. Ja, Leben. So, haben wir uns hier die Münzen. Die können wir uns noch easy holen. So. Die Münzen sind ja sowas wie die Secrets hier, weil es natürlich keine richtigen Star-Coins oder sowas gibt. Sowas. Okay, hier kommen neue Schuhe raus. Wenn ich meinen Schuh verlieren sollte. So zum Beispiel. Aber ich brauche keinen neuen. Also. Du bist hier drin. Oh, Münzen. Unterbereich. Was wird der wohl sein? Flagge. Und blau und grün. Ich nehme grün. Grüne Röhre, wo bringst du mich hin? Eine Mancha-Passage. Ein Trampolin. Ah, das ist im Story-Modus so gewesen, aber gut, warum nicht? Hab. Oh, Pilz, sehr schön. Oh, wir müssen mit denen hier durchfliegen. Flashbacks auch zu den neuen Level. Oh, ich muss hoch. Oh, knapp. Okay. Ah! Dornensäule! Oh, Kanonenkugeln. Wow! Okay. Pilz? Oh, danke. Da ist ein Notenblock drin. Die brauchen wir. Okay, Notenblöcke oder Fragezeichenblöcke? Da stand Notenblock drin. Ich hätte den Notenblock nehmen sollen. Jetzt gehe ich immer hier lang. Da ist sie! Genau, das meine ich. Boop. Hier haben wir den Superball. Nice. Sehr cool, er ist da und man kriegt auch die Mario Land 2 Musik. Sehr cool. Und das ist auch ein neues Item. Er bounced halt so. Sehr cool. Okay, was ist denn hier noch drin? Gefällt mir. Wäre hier noch einer drin gewesen? Ja. Da ist immer nur das gleiche, nur ein schwer. Oh, ein schwerer? Das ist ja cool, einfach die ganzen Sounds aus Mario Land 2. So ist es auch drin. Sehr cool. Jetzt haben wir wirklich fast alle Level, alle Spielestile irgendwie Repräsentation. Bam, badam, bam, badam, badam. Was kannst du eigentlich alles töten? Kannst du dich töten? Nee. Oh, ich wollte es nicht verlieren. Nein. Okay, warte, da kommen wir aber rein. Oder so. Okay. Sehr cool. hopp. Oh, was passiert hier drin damit? Okay, man schießt normal. Dann sollte ich mir die Feuerblume nehmen. Er wollte mich einsperren. Nicht mit mir, Bowser. Nicht mit mir. Ah, oh, nein, er hat mich, oh Gott. Oh je, ich hätte einfach die Blume nehmen sollen. Oh. Okay. Ja! Das war ein sehr cooles Level. Alter, dem gebe ich einen Kommentar. Okay, Moment. Gehen wir mal in die Kommentarfunktion. Toll! Oh, ich habe den Weltrekord aufgestellt. So schwer war es jetzt auch nicht. Text. Okay, Moment, dann kriegt es den Text. Nice. Das wird sehr krasser Text. Nice. Und,
Nein, nicht Caps Lock. Einfach nur nice Flower. Nette Blume. Boop. Okay. So. Posten. Epischer Kommentar, ich weiß. Hat das Level noch niemand gespielt? Das ist ja super geil. Was sind die Schlagwörter? Klassisch und Thema. Ja, das Level muss gepusht werden. Ich muss mir den Code raussuchen. Aber egal. Das war ein sehr cooles Level. Nice. Aber, Moment mal. So, das würde ich sagen, war es jetzt erstmal mit der auf normal Herausforderung, weil die irgendwann noch zu einfach. Aber jetzt haben wir ein cooles Level gesehen. Aber kann ich hier nicht... Warte mal. Okay, nicht hier, sondern hier oben. Gespielte Level. Der Ice Dungeon. Kann ich damit jetzt nicht... Kommentare 4. Level-Infos. Was stehen da dabei? Als erster abgeschlossen. Oh, da kann man sehen, wer das alles gespielt hat und so. Nice, nice. Not a lot of enemies, mostly Parcours. Nicht viele Gegner, größtenteils Parcours. Und was haben die Leute so kommentiert? So sieht also das ganze Interface aus. Hat Spaß gemacht. Fantastic Level, love the boss fight. Yes, alle vier noch. Ja, gut, okay, der hat sich wohl mit dem P-Switch. Der ist wohl mit dem P-Switch hängen geblieben. Ja, aber nice. Kann ich mir das irgendwie markieren oder so? Was hat der denn noch so gemacht? Hochgeladene Level. Nur ein paar andere. Aber die kommen anscheinend alle sehr gut an. Ich glaube, ich markiere mir den mal. Dann im nächsten Part geht's weiter mit... Ja, anderen Sachen. Ja, vielleicht schauen wir uns mal von letztes Spielen an. Bis dann und ciao.